In der alten Kelter in Fellbach bei Stuttgart hat sich in den vergangenen Tagen fast alles gestapelt, was man braucht, wenn's brennt. Jacken und Pumpen, Verbandsmaterial, Stromerzeuger, Krankentragen und Notarztrettungswagen, Betten und sogar eine komplette Feldküche. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Baden-Württembergs Feuerwehren innerhalb weniger Tage gesammelt, was sie an Material entbehren können. Wir haben aktuell 40 Mann im Einsatz täglich, wo dann hier ehrenamtlich die Spenden aufnehmen, umpacken, in Chargen packen, aufnehmen, dokumentieren und dann morgen mit bis zu 5 LKWs und 3 Flugzeugen vom Katastrophenschutz von der Ukraine aus die Sachen direkt an die Feuerwehr liefern. Insgesamt haben sich bis Mittwoch weit mehr als 100 Feuerwehren aus dem Land an der Sammelaktion beteiligt oder ihre Hilfe angekündigt.